Wer wünscht sich nicht mehr Leichtigkeit im Leben? Einfach die Alltagssituationen gelassener und ruhig meistern? In diesem Video zeige ich dir eine Methode, wie du in deinem Leben mehr Leichtigkeit erreichst. Ich male mit dir zusammen in Aquarell und das Ganze abstrakt und es ist wirklich simpel. Das heißt, auch Anfänger können jederzeit mit einsteigen und mitmachen. Wenn du mehr erfahren möchtest zum Thema heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten, dann habe ich dir hier einen Link eingebaut bzw. eine Playliste mit interessanten Videos zu diesem Thema. Wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Karin und auf meinem Kanal geht es um Malerei und um heilsames Malen für mehr Gesundheit, für mehr Leichtigkeit, ja, für eine entspanntere Lebensweise. Und dann sind wir jetzt schon mitten im Thema. Und die Videos von mir sind immer ziemlich ähnlich aufgebaut. Das heißt, am Anfang erzähle ich etwas zum Material und während ich male, dann folgt das eigentliche Thema mit Empfehlungen. Vom Material her in Aquarell, also Leichtigkeit würde ich immer mit Aquarellfarben malen. Also wir haben die klassischen Aquarellfarben, klassischer Kasten, dann hier die Aquarellfarben aus der Tube, Aquarellstifte. Immer natürlich, wenn die eingetrocknet sind, sind die wiederverwertbar. Also die kannst du ewig benutzen. Und hier ist ein Brush-Pen. Das Schöne daran, dass die wasservermischbar sind. Ja. Cool, ne? Ja, und somit eignet sich Aquarell hervorragend für Leichtigkeit. Und ja, ich fange jetzt mal hier an. Lass den Pinsel locker übers Papier gleiten. Du kannst auch gerne, bevor du anfängst mit dem Malen, auch aus dem Handgelenk so ein paar Lockerungsübungen machen. Ne? Oder mal schauen, ob man sieht. Ja, das sieht man. Oder auch auf dem extra Blatt Papier. Überhaupt, um in die Leichtigkeit reinzukommen. Einfach mal so Kritzelbilder. Ich finde Kritzelbilder, oh, ich liebe Kritzelbilder. Ja, und da sind wir auch schon im Thema. Nämlich oftmals verhindern wir ja auch die Leichtigkeit im Alltag durch unsere hohen Erwartungen oder durch Perfektionismus. Das sind alles so Killer, wenn es um Leichtigkeit geht. Ja, also perfektionistische Haltung, Grundhaltung, hohe Erwartungen an sich. Ja. Und gerade das Malen mit Aquarellfarben entsteht so eine Leichtigkeit. Ich arbeite auch viel mit Ölfarben und es ist ein gänzlichst anderes Arbeiten als hier mit Aquarell. Und mal gehen mal hier hin. Man kann unglaublich gut üben, loszulassen. Den Alltag loszulassen.
die Sorgen loszulassen. Spielen. Na? Also eine meiner Empfehlungen an Mandanten oder Klienten ist immer, Dinge mal liegen zu lassen, zu spielen, auch mal so einen faulen, in Anführungsstrichen, so einen Faulitag einlegen. Ist auch unglaublich entspannend und förderlich für die Leichtigkeit, Leichtigkeit im Alltag. Osho geht sogar noch ein Stückchen weiter. Und Osho sagt, mach einfach mal einen Tag blau. Gut, das ist in der heutigen Zeit, okay, ja, man macht es halt nicht, gell? So, jetzt ist so die Grundstruktur, also meine jetzt. Und bevor ich natürlich jetzt hier weiterarbeiten kann, weil da kommen noch ein paar zeichnerische Elemente, ne, so ein bisschen fluffig, locker, muss das erstmal ein Stück weit trocknen, bevor ich hier weitermachen kann. Also ich lasse es jetzt erstmal trocknen. Ich habe jetzt hier mal schon ein bisschen weitergezeichnet. Fang, wenn du magst, jetzt einfach mal an, ein bisschen zum Rumspielen. Also meine Empfehlungen ganz klar für mehr Leichtigkeit im Alltag sind, eine Dankbarkeitsliste zu führen. Also die Dankbarkeitsliste hat mir oftmals das Leben gerettet. Ne? Okay, jetzt wäre ich schon wieder so dramatisch, ne? Das wollte ich jetzt gar nicht. Aber die Dankbarkeitsliste zeigt mir dann doch immer so ein Stück weit die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ne? Also Dankbarkeitsliste führen. Und was natürlich auf jeden Fall hilft, ist tatsächlich das regelmäßige Zeichnen in Aquarell. Also nicht nur einmal, sondern nimm dir, also auch dieses, die Leichtigkeit im Sein will geübt werden. Na, die haben wir nicht einfach, sondern die müssen wir üben. Achte auf deine Gefühle. Im Endeffekt zeigen dir deine Gefühle oder ja doch ziemlich genau, wo du gerade stehst im Leben. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, über sich selbst lachen. Ja, und was ich immer gerne auch zu meinen Klienten sage, ich mache mindestens 3 Fehler am Tag, mindestens, und muss mich mindestens 3-mal am Tag korrigieren. Ja? Und dann versuche ich natürlich, oft, ich kriege es auch nicht immer hin, auch ein Stück weit über meine Fehler zu lachen. Also mir passieren wirklich immer wieder ganz verrückte Sachen. Und wenn ich da anfange, ja, mit Lachen, Lachen ist die beste Medizin, ich meine, das habe ja nicht ich erfunden, das weiß man ja. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen, mehr Leichtigkeit im Sein, mehr Leichtigkeit im Alltag. Probier es mal mit regelmäßigen Zeichnen, abstrakt, mit Aquarellfarben. Ja? Dann kannst du gerne damit beginnen, abends oder auch morgens, ist egal, eine Dankbarkeitsliste aufzustellen oder eine Dankbarkeitsliste zu führen.
dann achte am besten während des Tages so auf deine Gefühle. Was passiert gerade in dir? Ja? Dann, ich bin jetzt da richtig drin in meinem Zeichnen, dass ich da jetzt gar nicht aufhören möchte. Hier habe ich noch Violett. Du kannst natürlich, wenn du im Zeichnen bist, jetzt wenn ich YouTube-Videos drehe, geht es nicht, schöne Musik auflegen, ne? Das Ganze dann noch untermalen mit schöner Musik, dann ist es wirklich fantastisch. Da kann man wirklich Leichtigkeit üben, da kann man leicht werden und da macht es dann auch richtig Spaß. Und diese Leichtigkeit nimmst du ja dann automatisch, die nimmst du ja dann mit in deinen Alltag. Ich glaube, ich habe irgendwo einen schönen roten. Genau, hier haben wir noch einen schönen roten Stift. Ah, das ist auch schön. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, unten in der Beschreibung habe ich die Internetseiten und die Angebote verlinkt. Und alle meine Workshops und Seminare sind mittlerweile online buchbar. Ich wünsche dir jetzt viel Kraft, viel Leichtigkeit und vielleicht bis bald und tschüss.